Ja, dass ich mich jetzt immer so vehement gegen Spaltung geäußert habe, das heißt nicht, dass wir uns jetzt in dieser Zeit mit jedem und allem verbinden müssen, sollten. Das bedeutet es natürlich nicht, weil mittlerweile ist mir das auch, es ist immer meine Sicht, meine Wahrheit, aber einfach so bewusst geworden, so aufgegangen, dass zu viel Ballern dagegen, ja, diese Anti-Haltung, dieses Dagegenhalten in der Aufklärung, dann hängt man da drin und dann kommt man da auch nicht durch. Ich sag mal, da kommt man nicht höher in, ja, wir reden ja tatsächlich von der fünften Dimension. Man muss schon schauen und wirklich dann auch sich immer wieder verbinden und auf das eigene Herz hören. Und wenn man zu denen gehört, die im Moment auch hier sind, um die Energie dieses, ja, was da schon da ist, aus der fünften Dimension aufzunehmen und zu halten, dann ist das eine ganz wichtige Aufgabe und dann braucht man auch kein schlechtes Gewissen zu haben. Man kann natürlich versuchen, im Freundeskreis, in der Familie, so viele Menschen wie möglich da, ja, mitzunehmen. Aber im Endeffekt entscheidet es jeder selbst und muss es auch jeder selbst machen. Also natürlich in der Verbundenheit geführt, aber wollen und sich erstmal öffnen. Ich fand es ganz interessant. Man muss ja nicht unbedingt den Vorspann hören. Sie ist Journalistin, sie kennt sich sehr oder ehemalige sehr gut aus, was da in den Staaten passiert, die ganzen Personen, wie das alles verknüpft ist. Catherine Turner, Catherines Blick, Hashtag 190. Also man kann ja den Vorspann, wenn man sagt, interessiert mich nicht, ist mir too much, die ganzen Namen, Zusammenhänge, kann man ein bisschen vorspulen. Dann wird es eigentlich ganz interessant. Sie stellt das dann wieder mit ihrer Zeichnung dar. Ich höre sie nicht so oft, aber sie lohnt sich immer. Es ist auch einfach aus Zeitgründen und eben, um sich nicht darin zu verlieren. Denn ich habe es ja auch schon mal gesagt, wir brauchen jetzt auch Zeit für Innenschau, für Innehalten, Prozesse. Nicht mehr jeder so sehr, aber ich brauchte das schon eben auch noch. Und wenn man dann denkt, die habe ich nicht, dann darf man das auch visionieren. Und dann bekommt man sie auch irgendwie geschenkt. Es ist wirklich auch alles eine Frage des Sehens, Wollens. Es sind alles Entscheidungen. Im Kleinen wie im Großen. Und wenn der Fokus nur auf diesem Geballer ist, Gesetz der Resonanz, was sehen wir dann? Was nehmen wir wahr? Wo hängen wir drin? Was ziehen wir an? Was stärken? Was nähren wir? Es ist tatsächlich so. Damit will ich mich nicht gegen die Aufklärung aussprechen, überhaupt nicht. Aber man darf diese Gesetzmäßigkeiten nicht vernachlässigen, denn die werden ja auch genutzt von denen, denen sie schon lange bewusst sind. Ich möchte jetzt auch nicht hier irgendwie zu viel belehren, das ist jetzt nicht mein Ansinnen, ich wollte es nur noch mal gesagt haben. Das heißt aber auch nicht, ich habe zum Beispiel heute auch was bei der Post abgegeben für meine Mutter und habe von Weitem einen ganz alten Freund gesehen, mit dem ich zusammen im Sandkasten gesessen hatte. Wir kommen beide aus demselben Mehrfamilienhaus. Ja, war schön damals, schöne Sandburgen gebaut, später dann als Teenager schon keinen Kontakt mehr oder kaum. Und normalerweise, ja, rede ich dann freundlich, freue mich, aber heute hatte ich keine Lust. Es bedeutet jetzt nicht, dass wir irgendwie, dass ihr, das weiß ja auch jeder, ständig hier für jeden präsent sein müsst und so weiter. Das will ich damit nicht sagen. Folgt einfach dem inneren Kompass. Und ja, so wie ich vor kurzem noch sehr traurig war, weil ich dachte, ich möchte hier eigentlich gar nicht weg. Es ist hier eben ja auch meine Heimat und ich fühle mich hier jetzt gerade so angekommen und eben auch diese so eine gewisse Geborgenheit, die man ja jetzt natürlich auch sehr gut gebrauchen kann, die ich in Zürich nie so empfunden habe oder immer nur mal so kleine Momente und dann bumm, wieder rausgeflogen. Ist ja auch eine ganz andere Situation, das ist total wesentlich schwieriger dort. Aber eben, es ist jetzt langsam dran und dann öffne ich mich auch und das ist einfach das, was wir in 5D nur noch haben werden, im Fluss sein, im Fluss des Lebens. Dazu gehört unser Atem, der freie Atem,
Es ist wirklich so, ich meine, wir bestehen auch überwiegend aus Wasser. In jeder unserer Zellen ist Wasser. Und es ist tatsächlich so, wenn wir auf der Ebene sind, da gibt es diese Blockaden nicht mehr. Auf der Ebene gibt es vermutlich, ich sage nicht, dass es kein Virus gibt, aber das ist hier auf 3D. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es das dort so auch nicht mehr gibt, weil der Körper auch lichtvoller ist. Es ist einfach schon da eine andere Form. Natürlich ist der Körper da, der geht mit, aber eine andere Form des Seins. Neu. Wunderschön. Es wird uns dort nicht in den Sinn kommen, etwas zu vermissen aus dieser Ebene. Denn das, was gut und göttlich ist, das geht ja mit, das bleibt ja. Es ist ja nicht so, dass es hier nicht auch immer schon da war. Ich hatte das angesprochen mit diesem, wenn wir auf Empfang sind. Ich habe zum Beispiel auch mal in einem Konzert, es war ein russischer Komponist in Duisburg, war ein schönes klassisches Live-Konzert. Ich meine, es war Schostakowitsch. Ja, da habe ich da gesessen und die Töne haben mich so davongetragen. Ich hatte schon immer mal, was man irgendwie transzendente Erfahrung oder wie auch immer genannt hat, spirituelles Erleben. Ja, und das war so, ich stieg immer höher mit den Tönen, mit den Klängen. Das war so wie Fliegen. Das war wunderschön. Und in dem Moment wusste ich auch schon irgendwie, dass dieser Komponist so getragen war, dass er da praktisch auf Empfang war und dass er so das wahrgenommen, empfangen hat, in dieser Freude, in dieser Leichtigkeit, ja, und dann niedergeschrieben. Seine Werke, seine Komposition. Ersteres habe ich mit denen, das waren ehemalige Kolleginnen in Duisburg, mit denen ich auf dem Konzert war. Ersteres mit diesem, oh, ich bin so richtig geflogen, das habe ich geteilt. Letzteres habe ich dann auch für mich behalten, weil ich dann doch nicht als Freak irgendwie als total versponnen dastehen wollte. Es ist ja so, die meisten Menschen auch immer noch, was sie nicht kennen, wird erstmal verleugnet. Dahinter steckt aber eben auch noch Furcht. Das gibt es dann da auf der höheren Ebene so nicht mehr. Und die Catherine beschreibt es auch recht gut. Wir hier in 3D, der Druck wird immer weiter aufgebaut. Letztendlich auch, sie erklärt es so von 4D, dass diese Kräfte tatsächlich dort am unteren Rand von 4D wirken und drücken, 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 drücken auf unsere 3D-Ebene hier. Dadurch wird es hier auch immer extremer, weil der Gegendruck baut sich auf. Und das ist eben genau der Fallstrick, in den wir jetzt nicht tappen dürfen, wenn wir nur in diesem Geballer da, ja, dagegen, dagegen, dagegen in der Aufklärung drin sein würden. Dann hängen wir da fest. Und letztendlich, das wollen sie zwar nicht, diese Kräfte, ich will es auch nicht zu viel sagen, ich weiß auch gar nicht, was ich hier immer so sagen kann, denn das war ja schon wieder Verwarnung, Verwarnung. Ich wollte nämlich auch ein Video hochladen für Laszlo Bodi, um auch nochmal zu zeigen und für alle Promis, ja, in welchen Situationen die auch gelebt haben. Dadurch, dass ich ihn kenne, kenne ich es hautnah und ich hatte auch zweimal in meinem Leben die Gelegenheit, bin von eben richtig wirklich echten Schauspielagenten angesprochen worden, ganz jung und auch später nochmal. Und das habe ich auch ein bisschen angezogen, weil ich auch etwas in mir, der Wunsch war schon auch irgendwie da. Einmal war es einfach in Düsseldorf auf den Rheinterrassen, war ich da mit Freundinnen, ja, die laufen ja tatsächlich zum Teil da rum oder er saß da, hat mich gesehen. Eben, das wäre vielleicht auch ein Weg gewesen, dann wäre ich zwar nicht in so eine Ebene gekommen, sondern ziemlich sicher im Land oder in Europa geblieben oder vielleicht auch nur auf Theaterbühnen. Da habe ich ja dann auch schon wieder die Blockaden gehabt und gedacht, ja, du hast ein Kind. Tingeln von Theaterbühne zu Theaterbühne, von Stadt zu Stadt geht ja nicht. Gut, das ist ein ganz anderes Thema. Das ist auch nochmal gegen Spaltung. Deswegen, ich habe es aber jetzt nicht reingestellt, weil ich, so bin ich drauf gekommen, mir da nicht sicher war, ob ich da nicht wieder Dinge sage, die jetzt im Moment da in dem Kanal nicht gehen. Also vergesst es einfach nicht, dass ihr wirklich euch verbindet, dass ihr euch ausrichtet und dann spürt ihr schon vom Herzen her, wenn ihr da drin seid in dem Fluss, ja, was jetzt dran ist und was nicht. Also nicht irgendwie ein Druck, der vom Verstand her kommt und dieses, oh, das muss jetzt aber noch gemacht werden.
Wenn ihr hier spürt, nein, dann macht es einfach nicht, dann wartet einfach ab im Vertrauen. Ja, herzliche Grüße.